Leute, Doppelpeace an euch da draußen. Willkommen zu diesem Video. Wie erkläre ich das jetzt? Anstatt dass jeder Beauty-Gurus und irgendwelche Tutorials und Schminksachen nachmacht und ausprobiert, dachte ich, ich wage mich mal an ein bisschen einen anderen Lifestyle dran. Und wer ist der beste Vertreter von anderen Lifestyles? Tanzverbot. Jo Leute, Doppelpeace, hier ist wieder Tanzverbot. Ich weiß nicht, ich bin zwiegespalten über diesen Charakter. Passt auf. Wir hassen uns. Ich habe in der Vergangenheit schon böse Dinge über ihn gesagt, er über mich. Das Ding ist, ich glaube, wir lieben uns auch. Also, ich würde unsere Beziehung als komplizierter einstufen. Und deswegen ist meine Mission heute, ihn etwas besser zu verstehen und ihn wirklich zu verinnerlichen, weswegen ich heute einen ganzen Tag lang esse, was Tanzverbot ist. Viele haben ja den Wunsch gehegt, dass ich einmal ausspreche, was ich mir so am Tag gönne. Also, viele sind interessiert, was ich an einem Tag alles so esse. Er macht ja, Einkaufshalls. Er zeigt seinen Einkauf aus dem Supermarkt. Andere Leute kennen das vielleicht als DM-Haul oder Daily Make-up Tutorial. So, das ist für Tanzverbot, was ich an einem Tag gekauft habe. Ich habe es mir nicht nehmen lassen und habe alles nachgekauft. Und am Ende werden wir sehen, wie es mir geht. Die Kalorienpolizei ist vorbeigefahren. Vielleicht mal eine kurze Gegenüberstellung, was ich so an einem Tag esse. Ich bin jetzt nicht die gesündeste Esserin, wirklich gar nicht. Aber ich trinke ein Glas Wasser morgens mit einer frisch ausgepressten Zitrone drin. Geh zum Sport, trinke einen Proteinshake, esse einen Proteinriegel. Mach mir entweder Haferbrei, Bananen, einen Shake aus Gemüse oder Obst. Zwischendurch ein paar Reiswaffeln. Dann esse ich mittags meistens einen Salat und abends dann irgendwas Warmes. Vorzugsweise mit Kartoffeln oder Brot. Und manchmal switche ich den Salat mit dem Abendessen aus, wenn ich versuche, etwas auf meine Linie zu achten, was heute eher weniger der Fall sein wird. Manche denken vielleicht, ich habe dieses Video nur gemacht, um geile Sachen zu essen. Und die Leute haben absolut recht. Also starten wir mit dem Frühstück. Das ist jetzt das Erste, was ich mir hier gleich mit der Schüssel machen werde. Gönne ich mir gleich erstmal richtig. Also das ist auf jeden Fall das Frühstück, was man braucht, um wach zu werden. Da bin ich mal gespannt. Das könnte mir einen guten Boost geben, glaube ich. Und ich freue mich einfach drauf. Boom, Bitches. Fun Fact, ich wurde in der Grundschule oft Kelloggs genannt. Warum sind die so freaking gelb? Ist ein bisschen too much. Ich versuche mal eine rot zu essen. Was soll ich sagen? Geil. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich lasse sie mega gerne einfach mega einweichen. Die Dinger sind außenrum weich und innen dann eine leckere Schokocreme-Füllung, die das Ganze super abrundet. Dazu der zarte Geschmack der Milch. Und man kann die voll mit der Zunge an den Gaumen drücken und dann so. Ich versuche mich auch ungefähr an die Mengenangaben zu halten, die er gibt in dem Video. Ich werde das wissenschaftlich auseinandernehmen. Das wird der beste Tag meines Lebens. Mein Gott, ich würde am liebsten noch eine ganze weitere Schüssel essen. Oh. Aber ich glaube, das war erst der erste Gang fürs Frühstück. Denn als nächstes ist es meistens so, dass ich von einer Schale Cornflakes nicht satt werde. Same. Wusstet ihr, dass mehr Nährstoffe in der Packung der Cornflakes als in den eigentlichen Cornflakes drin sind? Deswegen wundere ich mich nicht, dass man davon nicht satt wird. Auf jeden Fall gönne ich mir, denn, nachdem ich die Cornflakes gegessen habe, erstmal zweimal das hier. Zwei. Dann bin ich auch erstmal ein bisschen gesättigt. Oh, ich habe jetzt hier die vegetarische Variante geholt. Oh mein Gott, er wird mich umbringen, wenn er das sieht. Trotzdem von Mühlenfrikadellen, okay? Ich hab's versucht. Ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern, zuckerarm und laktosefrei. Das ist halt jetzt schon ein bisschen schummeln, aber was soll man machen? Zwei Stück ist da von denen jetzt noch. 100 Gramm hat 228 Kalorien und eine von denen ist 165 Gramm. Die sind aus Soja. Ich hoffe, ich bekomme davon keinen Durchfall. Ah, jetzt wird es auf jeden Fall anstrengend. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich habe drei Stück gegessen. Okay, zwei schaffe ich noch. Den Rest versuche ich mir irgendwie als Snacks mitzunehmen. Oh, Frikadellen als Frühstück. Da sind noch vier Stück drin. Und natürlich am Morgen erstmal Volvic-Tee. Ah, oh Gott. Ich muss jetzt schon die ganze Zeit rülpsen. Ah, Volvic-Tee. Da rutschen die Frikadellen gleich viel besser runter. Volvic hält es ein bisschen natural, obwohl da bestimmt genauso viele
Kalorien drauf sind. 100 Milliliter 64. Oh mein Gott. Oh. Lecker. Mir ist ein bisschen schlecht, aber ich bin echt zufrieden. Ich gehe jetzt erstmal zu meinem Dreh und danach wage ich mich nochmal an die Frikadellen. Vielleicht einen Zwischensnack. Ich weiß nicht, ich freue mich auf diesen Tag. Ich habe aber auch sehr viel Angst davor. So, es sind einige Stunden später. Ich habe den Dreh erfolgreich hinter mich gebracht. Habe aber jetzt mega Hunger und ratet mal auf, was ich richtig Bock habe. Auf meine Frikadellen. Ah, da ist ein Deckel drauf. Verspeise ich jetzt ganz gechillt einfach nochmal eine Frikadelle nach der anderen. Letztes Frikadellchen in der Packung. Mm. Next. Mm, dieser wunderschöne Sound. Upsi. Nicht wegrennen. Diese Menge an Soja kann auch nicht gesund sein. Drei noch. Wird ein bisschen schlecht. Ich kann die jetzt auch nicht mehr sehen, diese Frikadellen. Die werde ich safe nie wieder essen. Mal gucken, was der liebe Tanzverbot noch so auf seinem Essensplan hat, beziehungsweise jetzt auf meinem. Ups. So, weiter machen wir denn damit, so für zwischendurch. Oh. Einfach Beste. Zwischendurch einfach so ein Sahnepudding sicher gönnen. Ihr seht das auch hier im Hintergrund. Totales Chaos. Aber ist mir egal. Ist ja die Küche meiner Mutter. Grüße gehen an dich aus, Mama, falls du das sehen solltest. Liebe Grüße, ja, auch von mir. Wir wohnen noch beide drin, deswegen darf ich hier filmen. Meine Mama mag das nämlich nicht, wenn ich hier drin filme, weil das gerade unordentlich aussieht und das lässt uns in so ein schlechtes Licht rücken. Aber denke ich einfach nicht. So, jeder Haushalt sieht mal unaufgeräumt aus und da muss ich euch jetzt hier nichts vorlügen. Oh mein Gott, bei meiner Mama war das auch immer so, als ich bei ihr in der Küche baue ich gerade eine emotionale Bindung zu Tanzverbot auf? Schokopudding. Ist das überhaupt das Gleiche, was er hat? Oder nennt er das einfach nur Sahnepudding? Weil ich habe jetzt Schokoladendessert mit Sahnetopping. Oh, der hat dieses Lockere. Ich habe das Feste. Ich habe Pudding. Naja, jetzt fühle ich mich ihm doch wieder ferner. Die habe ich aber als Kind auch voll gerne gegessen. Mittlerweile schmeckt das einfach nach gar nichts eigentlich. Milchsahne-Sirup, ja. So schmeckt es auch. Eine Portion hat 200 Kalorien. Love it. Es rutscht auf jeden Fall schneller runter als die Frikadelle. Also ist irgendwie nicht das geilste Dessert. Ich glaube, das, was er hat, dieses fluffige Sahnepudding, das ist irgendwie lockerer Sahnepudding. Ich glaube, das ist geiler. Aber gut. Mir fängt auch langsam an, schlecht zu werden. Und es sind erstmal 1 Minute 47 des Videos. Krieg ich hin. Da sagt mir noch mal einer, dass diese Videos einfach sind. Ich bin so weggepennt zwischen dem letzten Schnitt und diesem. Ich habe einfach geschlafen. Und ich bin aufgewacht und mir ist so schlecht. Aber das heißt, es ist Abend. Und ich werde jetzt mein nächstes Mal zubereiten. Ihr könnt nicht glauben, wie sehr ich mich freue. Ich habe mich jetzt gewaschen, ein bisschen beruhigt, ja? Ich gehe gleich auf eine Party und mit ganz neuem Mut an die Sache hier ran. Jedenfalls geht es dann meistens weiter. Geht es denn meistens weiter mit sowas, also Eis oder irgendwas anderes? Aber warte mal, das ist doch eine komplett falsche Reihenfolge. Isst man so Eis oder Nachtisch dann nicht eher nach dem Abendessen? Davon esse ich dann immer so drei Viertel? Drei Viertel. Und dann wird mir immer schlecht, keine Ahnung, aber ich kann nicht aufhören. Das schmeckt einfach mega gut, das Eis. Mensch, da freue ich mich doch drauf. Und dann sind wir eigentlich auch schon relativ am Abend und dann geht es natürlich hiermit weiter. Die habe ich mir natürlich auch besorgt. Würde ich erstmal schütteln. Gut, jetzt muss es abgewaschen werden. Ja. Gönne ich mir immer manchmal auch zwei. Das kommt immer drauf an, was für einen Hunger ich an dem Tag habe. Das ist leider traurige Realität, dass ich von einer Pizza nicht mehr satt werde. Ja. Und dann sind wir halt am Abend. Oh, dazu habe ich noch vergessen. Also das ist halt, das läuft wirklich darauf hinaus, dass ich am Tag so ungefähr. Das ist das, was ich momentan trinke. Ihr seht das hier, Schreppers Ginger Ale. Ich habe das eigentlich als geschmacklichen Ersatz für Cola genommen, bis ich dann hinten raufgeguckt habe und gesehen habe, dass das hier viel fetter macht als Cola. Und dann dachte ich mir einfach so, na gut. Schweppes habe ich auch geholt, Ginger Ale. Ich kenne, glaube ich, keinen Menschen, der Ginger Ale einfach so trinkt. Ich glaube, ich mag gar keinen Ginger Ale. Doch, ich mag Ginger Ale.
Die Pizza ist schon im Ofen. Ich guck jetzt mal. Oh Gott, ey. Ich kann nicht mal Pizza machen. Das Gute bei der Tanzverbot-Diät ist, man muss halt auch gar nichts kochen. Schmeckt irgendwie aber auch nach gar nichts. Also dafür, dass da so viel Zucker wie in Cola drin ist. Eine von diesen Pizzen hat 846 Kalorien. Die Pilze haben eine komische Flüssigkeit abgesondert. Ist auch irgendwie relativ geschmacklos. Ich glaube, wenn in diesen Tiefkühlsachen nicht so viel Geschmacksverstärker und sowas wäre, dann würde das wirklich nur nach Pappe schmecken, glaube ich. Champignonpulver? Karamell? Hä? Ich muss sagen, die Frikadellen und der Schokopudding liegen mir noch echt schwer im Magen. Habt ihr schon mal jemanden getroffen, der keine Pizza mag? Jeder mag doch Pizza, oder? Schreibt es mal in die Kommentare, weil ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen. Natürlich kann man, wenn man zusammensitzt mit Freunden irgendwo zu Hause, sich auch eine Platte Sushi bestellen. Aber es gibt immer jemanden, der Fisch nicht mag. 15 verschiedene Nudelgerichte zu bestellen, ist auch irgendwie komisch. Und wenn man sich dann so eine riesen Pizza bestellt, kann man jede Hälfte mit was anderem belegen. Margherita für die Vegetarier, ohne Käse, aber dafür mit Vegetables für Veganer, Salami für Leute, die Salami mögen, Hawaii für weirde Leute, die Ananas auf ihrer Pizza mögen. So wie ich. Ich liebe Ananas auf Pizza. Oh, meine Hose wird langsam eng. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr euren Magen so maximal ausdehnt? Ich kotz gleich. Es war so ekelhaft. Tut mir leid, aber ich glaube, das gehört zu diesem Video dazu. Ihr sollt einfach voll experiencen, was es heißt, einen Tag wie Tanzverbot zu essen. Vor allem ist es schon 10 und ich habe noch 2 Speisen vor mir. Was habe ich mir angetan? Oh, ich muss so oft rübsen. Ohne Witz, Leute, ich überlege gerade, das Eis einfach mitzunehmen auf die Party und dann... Oh mein Gott. Ist dann dort zu essen. Ich kann das jetzt nicht essen. Mein Körper kommt da irgendwie gerade gar nicht drauf klar, ey. Ich könnte mich auch echt schon wieder hinlegen. Es führt nichts dran vorbei. Ich nehme das Eis mit. Ich gönne mir das heute noch. Ich bin jetzt hier bei der Einweihungsfeier von Annika angekommen. Ja, ich bin Annika. Wir haben übrigens bei Emma auf dem Kanal auch ein Video gemacht, was auch food-related ist. Nicht so lecker wie die Sachen, die ich heute... Über krasse Sachen verraten und gegessen. Verlinke ich euch auf jeden Fall in der Beschreibung. Ich habe das hier extra... Das Ding ist, du hast gesagt, welches Eis, und das ist eines meiner Lieblings-Eis. Das ist geil, guck mal. Ich liebe das, weil da sind überall so dünne Schokoschichten. Echt? Ich habe das noch nie gegessen. Was für edle Löffelchen die hier haben. Und du musst davon 3/4 essen. Boah, das ist so groß. Das ist so geil. Wow, das sieht so pretty aus. Das heißt, ich muss so viel davon essen. Wow. Das schaffe ich ja niemals. Du musst mir ja voll helfen. Ist das die letzte Mahlzeit? Nee, danach kommen auch Babybells. Und dann so kurz vorm Schlafen gehen, gönne ich mir halt immer noch mal Babybell. Ja, kann ich nicht mehr so sagen. Ich kann einfach nicht mit Hungergefühl einschlafen. Das geht nicht. Merkst du, es ist ein Knusperding oder? Guck mal, hier ist die Schokolade. Das ist schon geil. Es ist halt einfach nur Sahne, ne? Schon lecker. Okay, einen Löffel will ich auch essen. Ja, komm. Ja, ihr müsst mir helfen. Ich liebe dieses Geräusch vor allem. Ja, aber das mit Keks ist noch viel geiler. Tanzverbot, mach mal Upgrade mit Keks drin. Mit Keks drin. Lecker, lecker. Da unten ist nochmal so eine Schokoschicht. This ice cream makes you wanna dance. Das Ding ist... Leute, aber was ich echt gelernt habe, ist, dass ungesunde Ernährung eine Stimmungsschwankung, also bei mir Stimmungsschwankung. Mhm. Wegen dem Zucker, ne? Ja, und wenn ich mich gesund ernähre. Kein Wunder, dass wir die ganze Zeit so hate. Okay, gleich haben wir uns in der Mitte durchgefressen. Ciao, Kakao. Ich glaube, wenn wir einmal durch die Mitte durchessen, ist es auch 3/4. Eigentlich schon. Dann geht die ganze Mathematik aus in die Dumme. Weil das ist eigentlich ein Drittel. Genau ein Drittel. Nein, 3/4. Guck mal, wie viel wir schon von dem Eis gegessen. Musst du das ganze Ding essen? Nein, 3/4 ist der nur. Ach, nur? Ja, was denkst du, warum ich die ganze Zeit so müde bin und so fertig? Ja, und du gehst einen Durchfall ins Bett. Ja, geil. Congratulations. Also hat der Geschmack als besser Snack. Jetzt bleibt nur noch ein Snack offen und zwar Babybells kurz vor dem Schlafen gehen, weil Kuchen ist. Kann man ja nicht. Wenn ich nach Hause komme,
zurückkommen, dann wir gehen jetzt erstmal noch schön feiern in eine Bar und dann gönne ich mir, wenn ich zurückkomme, noch ein Babybell. Also Leute, das war eine kurze Nacht. Ich muss sagen, ich war schon energetischer in meinem Leben. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ganze Essen hat mich ein bisschen runtergezogen. Vom Energielevel her ist es sehr anstrengend. Es fühlt sich so ein bisschen an, als hätte ich einen Kater. Kennt ihr dieses gammelige Gefühl so in der Bauchregion? Ich bin mega aufgebläht. Es ist eine schwere Zeit, aber wie Tanzverbot sagt, man kann einfach nicht hungrig ins Bett gehen. Ich glaube, dieses Babybell wird mich umbringen. Hier kommt schon fast wieder hoch. Leute, ich hab's geschafft. Der Tag ist überstanden. Ich gehe jetzt sowas von pennen und wir werden sehen, wie es mir morgen früh geht. Was ist jetzt? Das ist jetzt ein Alltag. Das ist das, was ich tatsächlich an einem Tag esse. Also esse.